Ja, Clemens Trimmel, Österreichs Davis Cup Kapitän und Sportdirektor hier auch zu Gast bei dem BMW Open in München. Wie sehen denn deine gesammelten Eindrücke hier aus vom Turnier? Ja, prima. Für mich war es halt eine super Gelegenheit. München ist ja um die Ecke von uns. Wir haben vier aktuelle Davis Cup Spieler hier am Start gehabt. Den Jürgen im Single, den Jürgen im Doppel, den Alex Beer, den Julien Nolan, den Olli Marach. Und es gibt mir wieder eine Möglichkeit, mit den Spielern in Kontakt zu stehen. Ich finde das Turnier super hier, kenne auch viele Leute von früher, also versucht weiter die Kontakte zu pflegen und natürlich vor allem mit die Spiele anzusehen. Und heute am Abend geht es wieder zurück nach Wien. Mhm. Vom Abschneiden her, Julien Noll als Einziger das Halbfinale erreicht. Ja, also was Einzel betrifft, Jürgen verloren gegen den Monfils, der an dem Tag wirklich sehr, sehr gutes Tennis gespielt hat, vor allem super serviert hat. Das ist ein Spieler, der, wenn er wirklich konstant weiter gut spielt, Richtung Top 20, Top 30 wieder kommen sollte auf jeden Fall. Also das war durchaus okay. Vom Doppel hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr erwünscht. Der Julien, du hast das angesprochen, ist im Halbfinale, das ist sehr positiv. Alex und Olli, auch Jürgen jetzt gerade leider verloren. Aber wie gesagt, das ist im Doppel ist alles so eng. Ich finde trotzdem, dass die alle ganz gut drauf sind. Und ich sage, Doppel wissen wir ja, haben wir jetzt keine großen Sorgen, auch was den Davis Cup betrifft. Da haben wir viele Optionen. Man hat dich auch hier in München wie im Davis Cup als stürmischen Motivator erlebt. Ja, das ist meine Art. Also ich tue mir schwer, einfach in Ruhe auf der Tribüne zu sitzen, teilnahmslos, sondern ich versuche unsere Burschen auch immer anzufeuern. Und ich lebe da ja selber auch noch mit. Wenn man selber mal Spieler war, weiß man, dass das vielleicht auch gut tut, von außen immer wieder die Unterstützung zu kriegen. Und das passiert bei mir automatisch. Ja. Für die Tennis-Pros geht es jetzt alles Richtung der French Open. Wie sind deine nächsten Höhepunkte aus? Ja, ich werde auch in Paris sein. Werden wir aber jetzt auch, was den Nachwuchs betrifft, einen Überblick verschaffen. Die nächsten zwei Wochen im zwei ITF-Turniere in Österreich. Mhm. In Villach und dann die Spring Bowl, ehemalige Spring Bowl in Amstetten. Und gibt mir eine gute Möglichkeit, mir da einen guten Überblick zu verschaffen, und dann geht es weiter nach Paris auch für mich. Bei den Damen ist die Situation ja momentan weniger rosig, muss man sagen. Tamira Paschek eilt leider eher von Niederlage und Verletzung, von Niederlage zu Niederlage und Verletzung zu Verletzung. Wie siehst du da momentan die Perspektiven? Ja, auch da wird natürlich der Fokus in Paris darauf liegen, auch mit den Spielerinnen wieder Kontakt zu haben, da mir auch die Matches anzusehen. Ja, Fakt ist, sie hat rosigere Zeiten schon gehabt und auch die anderen Spielerinnen. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass auch da wieder bergauf geht. Mhm. Danke dir vielmals. Okay.